Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 mit der Niederlande. Ja, weiter geht's. Der letzte Spieltag bei der Qualifikation für die Europameisterschaft 2016 in Frankreich steht an, und zwar heute der letzte Spieltag. Und ja, für uns ist es gut gegangen, denn wir sind sicher dabei in Frankreich. Es kann uns nichts mehr passieren. Folgende Situation am letzten Spieltag, also wir sind sicher durch, wir müssen gegen die Schweiz. Die Schweiz hat theoretisch noch die Chance weiterzukommen, allerdings müsste die auf Schützenhilfe hoffen. Dann das Topspiel Tschechien gegen Polen, also Platz 2 gegen Platz 3. Der zweite kommt weiter und ja, die beiden sind punktgleich, das heißt der Sieger in diesem Spiel kommt sicher weiter. Sollten die beiden allerdings unentschieden spielen und die Schweiz sollte gegen uns gewinnen, dann ist die Schweiz weit und die anderen zwei sind raus. Also, am letzten Spiel, da kann noch alles passieren. Wir sind aber schon sehr durch, aber wir wollen natürlich keinen Wettbewerbsverzug machen. Das heißt, wir spielen heute natürlich auch, ja, so gut wie möglich. So, wir haben wieder ein bisschen umgebaut mit der Aufstellung. Das Mittelfeld heute mal komplett anders mit Kischner links, der Guzman rechts und Van Ginkel zentral vor der Abwehr. Ja, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und sonst eigentlich alles gleich wie beim letzten Mal. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt geht's los, die Schweiz gegen die Niederlande. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Qualifikation für die Europameisterschaft 2016. Ja, an Spannung ist dieser letzte Spieltag nicht zu überbieten. Es haben noch drei Teams die Chance weiterzukommen. Holland ist bereits sicher als erster, beziehungsweise ist sicher qualifiziert. Ob als erster, das wissen sie noch nicht ganz, denn wenn es ganz blöd laufen sollte, dann könnten sie noch da oben verdrängt werden von Polen oder Tschechien. Aber dazu müssten einige Tore fallen. So, heute gegen die Schweiz. Die Schweiz will natürlich unbedingt weiterkommen und wir sind natürlich gespannt, ob die das können dazu haben, ob die das Glück haben. Und ja, die Niederländer auch wieder mit einer veränderten Aufstellung. Und mal schauen, ob Sherdan Shaqiri dabei ist. Das ist natürlich eines der ganz großen Talente bei der Schweiz, aber es sieht so aus, als wäre er nicht dabei. Außer er ist als Kapitän eingetragen. Und wir sehen, nein, er ist nicht mehr dabei, zumindest nicht in der Startaufstellung. Da werden wir mal schauen, ob er zumindest auf der Bank hockt. Normal ist Sherdan Shaqiri einer von den Leistungsträgern bei der Schweiz und bei so einem wichtigen Spiel wie heute, das sollte eigentlich schon in der Startaufstellung stehen, aber der Trainer hat sich dagegen entschlossen. So, hier jetzt die niederländische Nationalhymne. Und ja, im Tor wieder Kielessen, der hat sich alles durchgesetzt. Also, wir haben jetzt unseren Torhüter für die Europameisterschaft und jetzt begrüßen sie erstmal beide Teams und dann können wir loslegen. Ja, Holland in dem letzten Spiel wieder gut drauf. Nach der Niederlage gegen Irland gab es zwei Siege und hier sind wir die Aufstellung. Shaqiri ist nur auf der Bank. Spiel mit einer offensiven Aufstellung. Seferovic mit Memedi vorne, Banetta zentral dahinter. Berami, Xhaka und Schwegler bilden das Mittelfeld. Rodriguez, Scheer in der Abwehr und der Rest habe ich leider nicht mehr lesen können. So, hier die Aufstellung von den Niederlanden. Vorne natürlich wieder das Trio Memphis Depay, Arjen Robben und Robin van Persie, dann Kischner, De Guzman und Van Ginkel im Mittelfeld. Ja, die drei sind eigentlich neu. Das Mittelfeld komplett neu gebaut mit Kischner, De Guzman und Van Ginkel. Und ja, wir sind drauf gespannt, ob heute die Schweiz vielleicht das Wunder schaffen könnte. Sie müssen natürlich auf Schützenhilfe hoffen. Sie müssen hoffen, dass Polen gegen Tschechien nur unentschieden spielt und dass sie gegen die Niederlande heute gewinnen. Und das wird natürlich ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt liegt der Ball bereit. Die Niederländer stoßen an. Und los geht's. Jawohl, das Spiel ist eröffnet. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer holt sich hier und heute die drei Punkte. Natürlich die Holländer wissen, sie sind sicher durch. Sie brauchen heute nicht mehr auf alles oder nichts gehen. Sie wollen wahrscheinlich nur noch den letzten Spieltag ordentlich über die Bühne bringen. Mal schauen wir, wie es gelingt. So, Memphis Depay. Depay mit der ersten Chance jetzt vielleicht schon. Memphis Depay will es probieren. Und da wird er von den Beinen gehen. Da schießt es ja kein V-Spiel. Eieiei, da geht es schon ganz gut los. Hoffentlich spielt jetzt Schiedsrichter nicht das Zünglein an der Waage bei dieser, bei diesem letzten Spieltag, bei der Entscheidung, wer nach Frankreich fahren darf. So, jetzt Van Ginkel. Weiter geht's zu Kischner. Ja, zu Willems. Willems wieder zurück zu Kischner. Die Holländer kommen, fast mit dem Fehlpass hier. De Guzman setzt sie durch. Jetzt De Guzman. De Guzman außen ist Depay abseits. Ja. Zu spät gesehen, dass Memphis Depay da ein bisschen zu früh losgerannt ist, beziehungsweise der Ball ein bisschen zu spät kam.
Aber schade. So, Freistoß jetzt für die Schweiz. Knapp ausgeführt, aber sie bleiben am Ball über Schwegler. Weiter geht's zu Lang. Hier wieder zu Memedi. Memedi zu Banetta. Banetta sitzt schon knapp vorm Tor. Wieder raus zu Schwegler. Flanke kommt in den 16er, wird aber erstmal abgefangen. Und Holland versucht jetzt schnell zu kommen über Kischner. Kischner außen, geht Memphis. Depay bekommt jetzt den Ball. Depay probiert es auf eigene Faust, kann sie am ersten vorbeischlängeln. Jetzt Van Persie. Aber Robin Van Persie, nee. Ihm fehlt ein bisschen Tempo, um das Tempo so hochzuhalten bei diesem Angriff. Und dann kommt der Fehlpass. Da kommt Kischner nicht ran. Und dann ist leider die gute Chance schon wieder weg. Also 10 Minuten sind rum. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Torschuss gesehen. Weder von der Schweiz noch von den Holländern. Und das war ein schöner Einsatz von Van Ginkel, aber dann der sofortige Ballverlust wieder. Und jetzt Berami. Weiter geht's zu Seferovic, wieder zu Berami. Dann zu Seferovic. Und der weiter zu Lang. Lang mit der Chance, flacher Pass in die Mitte. Jetzt Berami im 16er von den Holländern. Jetzt wird es gefährlich, die Schweiz will jetzt. Aber dann kommt der Ballverlust. Und jetzt die Konterchance. Van Ginkel ist auf und davon. Van Ginkel unter geht Memphis Depay. Die hundertprozentige Chance. Memphis Depay geht nochmal vorbei am Gegenspiel. Memphis Depay, Pfosten! Ach komm, Memphis Depay. Den muss er doch eigentlich reinmachen, dann ist das Glück nicht auf seiner Seite. Trifft nur das Aluminium. Es bleibt beim 0:0. Knappe Angelegenheit hier. Richtig knapp. Glück hier für die Schweiz. Und den, ja, muss eigentlich Depay machen. Schade. Schade, schade. Ihm will momentan nicht so viel gelingen. Die letzten zwei Spiele hat er nicht getroffen. Da waren zwei Riesenchancen dabei. Aber ihm ist einfach momentan das Glück nicht gegönnt. So, der Angriff von Schweiz erstmal wieder in den Händen von Kielessen zunichte gemacht und jetzt Willems. Willems mit dem Ball nach vorne. Memedi geht zwar dazwischen, aber es gibt Einwurf für die Holländer. Über Memphis Depay wieder. Depay, einer von den besten Spielern, was Holland zu bieten hat. Weiter geht's zu Robin van Persie. Van Persie wieder zu Depay. Guter Ball. Und Depay jetzt mit der Chance. Memphis Depay, wohin? Weiter geht's zu Willems. Willems wieder zu Depay. Der geht aber nicht hin beim Abseitsstand und deswegen kommt leider auch Kischner nicht hin, aber es gibt Einwurf, weil die Schweiz den Ball ins Ausballt. So, jetzt Willems. Willems, weiter geht's zu Kischner. Kischner ab nach vorne zu Robin van Persie. Van Persie mit der Chance und Glanzparade von Jan Sommer. Wow, das war ein ordentlicher Schuss von Van Persie. Aber Jan Sommer aufs kurze Eck kann er den parieren. Eckball für die Holländer gibt's. So, da ein bisschen länger. Robin bringt jetzt die Ecke rein. Nicht schlecht, aber ein bisschen zu harmlos. Und deswegen sofort wieder die Schweiz im Angriff über Barnetta. Barnetta, weiter geht's zu Berami. Junges Talent. Der zu Granit Xhaka. Und der mit dem hohen Ball in den 16er. Und dann ist die Abseitsfahne um. Oh, Glück hier für Holland. Barnetta sollte im Abseits gewesen sein. Oder war es Barnetta? Ja. Und schauen wir noch mit drauf. Und es war richtig. Jawohl. Richtige Entscheidung. Und jetzt die Holländer wieder über Vries. Weiter geht's zu Martins Indy und der zu Willems. Oh, Willems will da auf eigene Faust machen nach vorne, aber gelingt ihm nicht. Ballverlust in der eigenen Abwehr kann böse enden. Jetzt die Schweiz mit der ersten ganz großen Chance. Schnell und gut gespielt, aber da kommt der Torabschluss von Seferovic und er geht neben das Tor. Gute Chance hier für die Schweiz, das 1:0 zu machen. Halben Meter weiter in die andere Richtung, dann steht sie 1:0 für die Schweiz. Also die großen Torchancen, so langsam kommen sie doch. Van Persie auf der einen Seite, Seferovic auf der anderen Seite. Memphis Depay nicht zu vergessen. So. Ja, und dann Memphis Depay verliert den Kopfball. Und jetzt Seferovic. Seferovic mit der Riesenchance. Kielessen kommt raus und Kielessen pariert. Glanzparade vom Keeper der Niederländer. Stark gemacht. Da kommt der Ballverlust und dann geht es blitzschnell bei den Schweizern. Sie wissen natürlich, sie müssen heute auf Schützenhilfe Hoffnung gewinnen. Und jetzt Eckball für die Schweiz. Über Granit Xhaka. Er geht an den Rand des 16ers. Jeder fliegt erstmal vorbei, aber Schweiz bleibt am Drücker. Über Rodriguez. Oh, schön durchgespielt.
Die Holländer kommen gerade nicht dazwischen. Und jetzt, oh, und da gibt es den Freistoß für die Schweiz. Oh, und das wird gefährlich. Und das wird richtig gefährlich. Und das ist sogar fast ein Elfer gewesen. Glück hier vor Holland, dass das kein Elfer war. Da fehlen wirklich nur Zentimeter. Aber jetzt gibt es eine Riesenchance für die Schweizer, das 1:0 zu machen. Und jetzt muss der Kielessen aufpassen. Rodriguez schnappt sie den Ball. So, jetzt Freistoß für die Schweizer. Rodriguez macht ihn selber. Rodriguez, schön! Wie er den über die Mauer schlänzt. Aber dann ist Kielessen da und kann den Einschlag finden. Kommt mit dem Arm noch ran, mit der Glanzparade. Und jetzt der nächste Eckball für die Schweiz. Die Schweiz wird jetzt stärker. So, Ecke fliegt rein. Und wird riskant geklärt, das Tor ist leer. Eieiei, Missverständnis. 1:0 für die Schweiz. 38. Minute. Die Schweizer dürfen hoffen. Und das war ein heftiges Missverständnis. Das war ein mega Missverständnis. Wir sehen es ja nochmal. Van Ginkel hätte den Ball durchlassen sollen. Denn, ja, Kielessen wollte ihn haben. Kielessen läuft dem Ball entgegen. Und dann ist das Tor natürlich frei. Und das ist das 1:0 für die Schweiz, die in den letzten Minuten das Spiel beherrscht haben, die großen Chancen sich erarbeitet haben und somit durch Barnetta in Führung gehen. 38. Minute, Tor für die Schweiz, Barnetta. Und jetzt, ja, jetzt wird es natürlich spannend in der Gruppe. Jetzt wird es natürlich richtig spannend. Wir warten dann auf, in der Halbzeit auf die Zwischenergebnisse von Polen gegen Tschechien. Und mal schauen, wie gesagt, wenn es da unentschieden steht und hier schießt die Schweiz nur ein Tor, dann ist die Schweiz in Frankreich mit dabei. So, jetzt Kischner. Kischner, ah, schade, da rutscht ihn der Ball durch. Und die Schweiz kommt über Memedi. Mal schauen, wie jetzt die Niederländer auf diesen Rückstand reagieren werden. Granit Xhaka mit dem Ball auf den See, auf den Flügel. Aber gut gemacht von Williams. Weiter geht zu Kischner. Kischner zu Memphis Depay. Depay bringt Van Persie mit. Van Persie, ja, muss raus zu Memphis Depay. So, Depay, ja, dann ist Rodriguez wieder da. Einwurf für Holland. So, Willems. Willems aber in die Mitte zu Van Persie. Van Persie sieht vorne, ja, da kommt Kischner nicht mehr ran. Ja, ja, die Holländer tun sich heute schwer. Barnetta hier nochmal mit seinem Tor. Es war ein Missverständnis, ja, es war ein Missverständnis. Der Torwart kommt raus, er wollte ihn fangen und dann, ja, kann Van Ginkel den Ball nicht entschlossen genug klären. Schade, schade. Bisschen bitter natürlich für Holland, die wahrscheinlich bis jetzt ein recht ordentliches Spiel gemacht haben. Für die Schweiz ist es natürlich umso wichtiger, dass sie jetzt zumindest mal das 1:0 erzielt haben. So, hier Fehlpass. Und jetzt könnte vielleicht nochmal was gehen. Memphis Depay auf dem Weg nach vorne. Weiter geht's zu Kischner. Wieder ein ganz schwacher Pass. Ganz, ganz schwacher Pass hier von Memphis Depay. Oh, und Kischner holt sie mal. Kischner mit der Chance. Es ist Robin. Robin. Robin gegen Jan Sommer. Und Sommer hält. Sommer hält. Das war Bayern gegen Gladbach. Robin gegen Jan Sommer. Und Jan Sommer hält. Ja, den trifft Robin nicht richtig. Vielleicht hätte er vorbeiziehen sollen. Einmal rechts anziehen und vorbei. Dann gibt es vielleicht die Riesenchance, dass das Tor frei wird. So, jetzt Eckball. Nochmal für Holland. De Guzman mit dem Eckball. Da ist Robben mit vorne. Der kommt auch nicht hin. So, Van Ginkel will vielleicht seinen Fehler durch gut machen. Van Ginkel aber verliert den Ball und wieder die Chance. Aber diesmal steht Holland hin gut und es geht wieder in andere Richtung. Über Williams. Williams, und das war's mit der ersten Halbzeit. Jawohl. Also die ersten 45 Minuten sind rum. Die Schweiz führt nicht unverdient. Holland tut sich schwer. Hat natürlich ein bisschen Pech gehabt beim Gegentreffer. Aber die Schweiz führt, darf hoffen. Und jetzt schauen wir auf die Halbzeitergebnisse. Barnetta lässt die Schweiz hoffen. Und jetzt die Halbzeitergebnisse, bitte. So, wo haben wir sie denn? Jawohl. Und wir haben eine Führung im Spiel. Polen liegt zurück gegen Tschechien und Schottland liegt zurück gegen Irland. Ja, wie gesagt, wenn Polen gegen Tschechien unentschieden spielt und die Schweiz gewinnt, dann wird es ein Gerechnet vom Feinsten. Aber so wäre natürlich Tschechien weiter. Polen wird natürlich alles versuchen, um dann irgendwie was dran zu rütteln. Und Irland gegen Schottland, das ist eh egal, das Spiel, da ist alles schon gelaufen. So, wir werden auswechseln. Und zwar der Guzman ist mir jetzt nicht so aufgefallen, wird rausgehen. Für ihn werde ich El Ghazi bringen aus dem Strootman. Für Van Ginkel. So, also Doppelwechsel jetzt bei der Niederlande. 45. Minute.
Und weiter geht's. Die Schweiz mit dem Anstoß. Ja, wie gesagt, die Schweiz muss hoffen. Die Schweiz muss jetzt noch auf ein Tor von Polen hoffen. Dann steht es da 1:1. Und dann müsste die Schweiz hier noch ein Tor schießen. Dann wären sie dabei. Aber das wird nicht einfach. Denn Holland will hier nicht verlieren. Das war die Botschaft vor dem Spiel. Und sie kommen über Robben. Robben hat den Ball auf dem stärkeren Fuß. Bekommt ihn nochmal. Und Jan Sommer ist da. Jan Sommer taucht ins Eck ab und hat den Ball. Unglaublich. Robben verzweifelt an Jan Sommer. Stark gemacht. Richtig stark gehalten. Und jetzt die Chance über Memedi. Memedi probiert es über den Flügel. Holland gerade ein bisschen nicht gut sortiert. Weiter geht's zu Berami. Berami. Also zu Memedi. Memedi mit der Chance vielleicht zur Flanke. Und dann gibt's den Torabschluss. Und es gibt Elfmeter. Und es. Nein, es gibt keine. Oder es gibt Elfmeter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt Elfmeter gibt, aber es sieht fast so aus. Kevin Strootman sieht gelb. Kam gerade erst ins Spiel rein. Gibt's Elfmeter? Eigentlich nicht. Der ist vor der Strafraumgrenze, dürfte keinen Elfmeter geben, aber es gibt eine extrem gefährliche Freistoßposition. Eigentlich ist das kein Elfer, nein, aber wieder ein Freistoß und wieder schnappt sich Rodriguez den Ball. Und wieder gibt es die Riesenchance für die Schweiz, hier das 2:0 zu machen. Kielessen, beim Gegentor war er machtlos. Die letzten Freistoß hat er überragend pariert und jetzt Rodriguez aufs Neue. Aber nein, er schießt nicht. Und was war denn das? Was war denn das? Die Riesenchance für die Schweiz. Und dann so ein erbärmlicher Freistoß. Hier nur ist Rodman gegen Rodriguez. Der hätte den Freistoß, glaube ich, selber schießen sollen. Aber das war ein Freistoß unter aller Kanone. Weiß nicht, was da genau passiert ist, aber weggerutscht ist. Der Schütze auf jeden Fall. Der darf sich jetzt in Grund und Boden schämen. So, und jetzt fahren Parasier am Ball. Die Niederländer kommen über Kischner, weiter geht's zu Willems. Willems, so, wird gefährlich, macht er gut, weiter geht's zu Strootman. Die rechte Seite ist gut frei, der Ball geht in die Mitte. Oh, und gefährlich, und das ist doch ein Rückpass. Aber das gibt's hier leider in FIFA nicht. Rückpass wäre das gewesen, hätte den direkten Freistoß für uns geben müssen. Das war ein eindeutiger Rückpass. Schade, schade. So, und jetzt wieder Holland am Drücker. Die wollen jetzt den Ausgleich über Robben. Robben, erfolgreichste Torschütze bei dieser EM, verliert hier aber einfach den Ball gegen Granit Xhaka. Und jetzt nächste Chance für die Schweiz, über Barnetta. Barnetta, weiter geht zu Granit Xhaka. Gefährlich jetzt, ganz gefährlich! Und dann die Riesenchance und da ist nicht das 2:0, mein Gott! Wer war das denn? Die ganz große Chance für Memedi! Und den muss er machen. Das Tor ist leer. Er bekommt den Ball nicht gut serviert, klar. Aber den muss er machen. So, Memedi geht raus. Trimmitsch kommt rein ins Spiel. Bei der Schweiz, also... Ja, Trimmitsch, vielleicht ein bisschen besserer Stürmer als Memedi. Aber den muss Memedi reinmachen. Bei dem besten Willen, den muss er einfach reinmachen. Egal, was da kommt. Und jetzt... Ja, jetzt läuft so langsam die Schweiz hier die Zeit davon. Und Holland kommt über Van Persie. Robin Van Persie, einen guten Distanzschuss! Wow, einmal tief durchatmen bei der Schweiz, bitteschön. Der wäre fast reingegangen. Van Persie einfach mal aus 25 Meter und da fehlt nicht viel. Sommer ohne Reaktion und da wäre fast der Ausgleich gewesen. Richtig viel Glück hier für die Schweiz. Van Persie fast mit dem Ausgleich. Ja, 25 Minuten sind es noch. Die Holländer wollen hier nicht verlieren. Aber die Schweiz braucht nur ein Tor. Also, wer macht's jetzt? Wer macht jetzt das Tor? Holland muss aufpassen, der Ball kommt und wird geht jetzt aus. Einwurf für die Oranje. So, Kischner. Kischner wird vom Verteidiger sofort. Ah, das ist nicht gut gemacht. Hätte gedacht, er kann es im Lauf durchsetzen, aber war nicht so. So, jetzt wieder ein Foulspiel. Schiedsrichter lässt weiterlaufen auf Vorteil. Stark gemacht. Holland jetzt wieder dazwischen. Jetzt Memphis Depay. Weiter geht's zu Van Persie. Van Persie. Wohin? Wohin? Er weiß, er kann nicht selber durchgehen. Er kann aus der Distanz schießen, aber aus 40 Meter braucht er auch nicht schießen. So als Memphis Depay. Ab nach vorne und gefährlich wird es auf jeden Fall. Aber diesmal wieder der Ball raus. Ja, die Sekunden laufen immer weiter runter. Es sind nur noch 17 Minuten zu spielen. Jetzt wieder die nächste Chance, aber Seferovic kommt nicht vorbei an De Vries.
Und jetzt unten. Unten ist. Ah, da wäre Robben gewesen, aber Berami schmeißt dazwischen. Riesenchance jetzt nur für die Schweiz. Und da kommt der Torabschluss und Kielessner hat jetzt hier. So, jetzt komm schnell. Da ist Robben frei. Jawohl, jetzt nochmal die Chance. Arjen Robben. Ah, dann dauert es zu lange. El Ghazi. Da geht zu Van Persie. Van Persie. Jetzt wird's gefährlich. Robin Van Persie! Jan Sommer sicher. So, wir wechseln mal ganz kurz aus bei der nächsten Unterbrechung. Kischner darf raus und für ihn darf Wesley Sneijder rein. Jawohl. Sneijder bringen wir. Kischner raus. Ja, also Holland will es mit Distanzschüssen probieren. Vor allem eben Van Persie. Das war der zweite ganz gute Versuch. Und jetzt Robben wieder am Ball. Wieder zu Van Persie. Robin Van Persie. Auch natürlich ein hervorragender Fußballer-Spieler. Weiter geht's zu El Ghazi. El Ghazi im 16er. El Ghazi, El Ghazi probiert's alleine. Ja, ja. Jetzt will Holland doch nur den Ausgleich machen. So. Ball geht auf die andere Seite. Das ist Memphis Depay. Depay wieder zu Van Persie. Auf dem müssen sie ein bisschen besser aufpassen. Wieder so ein Gewaltschuss. Und dann, oh, Ballverlust in der eigenen Abwehr fast. Und jetzt El Ghazi wieder im 16er. El Ghazi mit der Flanke. Die kommt aber nicht an. Die kommt nicht an. Also Schweiz wackelt jetzt ein bisschen. Oh, und dann kommt der Fehlpass von Strootman. Das hätte nicht passieren sollen. Das wäre wieder die gute Chance gewesen für den Gegenangriff. So, und jetzt Trimmitsch. Allerdings, wie gesagt, dieses 1:0 würde meiner Meinung nach, auch wenn die anderen beiden 1:1 spielen, nicht reichen, um weiterzukommen. Sie brauchen nur ein Tor. Und ich glaube, das begreift die Schweiz gerade nicht so. Und Holland macht Druck. El Ghazi wieder auf den Weg nach vorne. Weiter geht's zu Memphis Depay. Und außen geht Willems. Holland drückt. Jetzt Memphis Depay. Gut in die Mitte durchgespielt. Und in der Mitte, da kommt El Ghazi. El Ghazi aus. Es ist Robben. Der trifft heute einfach nicht. Wieder mit dem schwächeren rechten Fuß. Und so langsam muss Robben auch mal drin. So, Seferovic geht. Und auch bei der Schweiz, bei den Niederländern gab es einen Wechsel. Sneijder ist jetzt drin. Und jetzt laufen noch 3 Minuten plus die Nachspielzeit. Und Robben. Robben verzweifelt ein bisschen an Jan Sommer. Der trifft halt einfach nicht. Jan Sommer ist halt gut drauf. Und die Holländer, sie gehen mittlerweile auf alles oder nichts. Und jetzt nochmal die Riesenchance für die Schweiz. Aber dann muss er abziehen. Da hat er nicht genug Kraft, um da durchzuziehen. So, jetzt Trimmitsch. Trimmitsch, stark dazwischen gegangen. Aber immer noch die Schweiz am Ball. Die brauchen jetzt hier das Tor. Die Schweiz braucht das Tor. Die Schweiz braucht das Tor. Über Schwegler kommen sie. Schwegler. Schwegler und jetzt buddelt er sie ein, natürlich. Wenn sie das. Okay, dann haben sie das Ausscheiden verdient. Ich verstehe FIFA nicht. Warum checken die das nicht, dass sie nur ein Tor brauchen? So, jetzt Ecke für die Schweiz nochmal. Kommt in den 16er rein und der. Oh! Das war nochmal die Chance. Das war nochmal die Chance und das wäre es doch gewesen. Aber nein, er geht nicht rein und jetzt laufen die Sekunden runter. Und die Holländer kommen nochmal mit großen Schritt. Memphis Depay verliert den Ball. So, Sneijder im Kopf, weil du jetzt setzt sie durch Van Persie. Weiter geht's zu Robben. Vielleicht die letzte Chance. Robben. Robben, Robben. Das kann er doch. Robben. Ne, das war's. Das Spiel ist aus. Die Holländer verlieren. Aber die Schweiz gewinnt. Aber verliert trotzdem. Das sollte nicht gereicht haben. Nach meiner Meinung nach reicht das nicht. Wir könnten natürlich jetzt die Tabellenführung losgeworden sein. Aber ich glaube nicht. Ja, was soll ich sagen? Jetzt die Schweizer gegönnt, wenn die Idioten sie nicht eingegraben hätten. Barnetta mit dem einzigen Tor, was ein bisschen glücklich entstanden ist. Wir hätten Tore machen müssen. Memphis Depay hatte die Riesenchance. Ja, Depay, Robben, Van Persie, wie gesagt, die Chancen waren da. Aber das Tor wollte nicht rein. Naja. Und Polen gegen Tschechien spielt tatsächlich nur unentschieden. Jetzt müssen wir mal draufschauen auf die Tabelle, wie das ist ausgegangen ist. Und zwar, oh mein Gott, die Schweiz hat es echt verballert, aber ich sehe gerade, es hätte gar nicht gereicht. Hatten die minus 2, ernsthaft? Okay, dann habe ich Scheiße gesagt. Ich habe die Tordifferenz echt nicht so im Kopf gehabt. Auf jeden Fall war es verdammt knapp und Tschechien hat es geschafft. Holland und Tschechien stehen damit bei der EM in Frankreich in der Gruppenphase. Polen und Schweiz mit Irland und Schottland alle raus. Aber es war spannend. Es war echt spannend. Und hätte sich Schweiz noch ein bisschen angestrengt und ein paar Tore mehr draufgelegt, dann wäre was gegangen. Aber so haben es die Niederländer und die Tschechen geschafft. Gut. Schauen wir mal ganz kurz die Statistik durch von der Quali. Also Top-Torjäger Robben mit 7 Toren. Van Persie mit 3 Toren auch ganz gut vorne mit dabei.
Dann Torvorlagen, auch Robben vorne mit dabei und Van Persie. Und ohne Gegentor Kilesen dreimal. Ja, gut. Das war also die Quali. Beim nächsten Mal gibt es die Nominierung. Also wen ich denn alles mitnehmen. Ich weiß nicht so genau, wen ich mitnehmen werde. Das muss ich erst nur entscheiden. Und dann würde ich sagen, geht es dann bald los mit der EM mit Holland. Dann sage ich danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt's am Ball. Wir sehen uns bei der EM wieder. Bis dahin und ciao.